So, da sind wir für eine kurze Aufnahme. Und zwar um Scattered Space offiziell so ein bisschen vorzubereiten. Ich habe mich entschieden, den Charakter Ymartien Ray, Raji, wie er richtig ausgesprochen wird, neu zu starten. Ich habe den Spielstand jetzt gelöscht. Die Videos bleiben erhalten. Ich habe ihn aber gelöscht bis zu dem Zeitpunkt, als wir die Charakter erstellt hatten auf Vectera. Warum flimmer ich hier schon wieder so? Mitte, Filter. Wir sind. Der sieht mir sehr ähnlich, glaube ich, bis auf der Drauschebart im Moment, aber das. Halbe Welt. Status, was haben wir? Wir sind Diplomat. Ja, das kommt ganz gut hin. Wir haben schon einen recht guten Anzug gefunden, glaube ich. Ein 114er. Und der ist ja auch nicht so scheiße. Also die komplette physische Resistenz, Anzug, Rucksack plus und so weiter. Ja. Hier haben wir Empath. Na, ist klar. Kinderkram und Traumhaus. Das heißt, wir können die maximal möglichen Goodies sozusagen von allen möglichen Leuten erhalten. Ja, der Traumhaus, naja, das kann man so oder so sehen. Kinderkram, da kriegt man einen Anzug, einen Rucksack und ein Raumschiff nachher. Kleiner Spoiler vorneweg, klar. Aber gut, das ist jetzt kein Geheimnis mehr. Und der Traumhaus, hast halt ein Traumhaus auf der Suri. Ja, ist jetzt lustig. Wir haben noch nichts groß gemacht. Entdeckte Orte, gefundene Credits haben wir 1000 Stück. Ja, geplündert, der Behälter 2. Wir sind relativ gut. Und das ist im Prinzip unser Charakter. Und den würde ich so erstmal hier hinpacken. So. Kann ich hier ein Bild von machen? Nee, kann ich nicht, weil Steam ist. Ich nehme das dann als Thumbnail für das Video und für die Playlist. Und dann sind wir soweit ganz durch. Wie spielen wir? Wir spielen mit dem Charakter auf jeden Fall durchgängig auf den Einstellungen plus 46%. Alles auf Extrem, klar. Munitionsgewicht ist Schwachsinn. Ich habe nachher über 10, 50.000 Schuss oder so in der Summe. Da wiegt 2,5 Tonnen nur mit dem Gewicht von der Munition. Das ist Quatsch. Tragkapazität ist am Anfang reduziert. Nachher werden wir das hier rausnehmen. Ja. Frachtzugriff nur auf dem Schiff. Ist ganz klar, wenn ich auf dem Schiff bin, kann ich auch ins Lager zugreifen. Ja. Händlercredits habe ich reduziert. Dauert alles ein bisschen länger. Wenn wir viel Schmuggelware zum Beispiel finden oder so, stellen wir dann einmalig per Hand hoch, damit wir nicht fünfmal unsere setten müssen. Ja, ist klar. Langsam, aber standardmäßig will ich die so lassen. Heilung durch medizinische Items dauert länger. Ja, also wenn wir verletzt werden, dauert es deutlich länger, dass wir bei Kämpfen zum Beispiel geheilt werden. Müssen wir taktisch halt mit unserem Partner ein bisschen arbeiten. Heilung durch Nahrung kein Effekt. Klar, die Nahrung ist völlig egal. Die werden wir nur zum Modden nehmen, zum Entwickeln, zum Erforschen von Sachen zum Beispiel. Ja. Oder wenn wir mal ein Essen, Außenposten oder so machen wollen. Heilung im Schlaf ist ortsabhängig, nur im Schiff. Ganz klar. Stärkung lasse ich raus, das macht keinen Sinn. Ja. Leitung durch Kämpfe ist auf normal. Ja. Leidung durch Behandlung von Leiden ist normal. Leidensprognose ist normal. Und Umgebungsschäden lasse ich aus, weil die sind so schon scheiße. Die würde ich normalerweise gerne ausstellen, weil. Aber wir lassen sie mal so. Die nervt ab und zu mal ein bisschen, weil sie ein bisschen OP ist. Ne? Auch in der Standardeinstellung ist sie schon relativ stark. Und Erholung von Umgebungsschäden nur auf dem Schiff. Ja? Auf dem Schiff oder auf Außenposten. Also auch in der Loge, das Bett ist kein Außenposten, da werden wir uns also nicht heilen. So ist der Charakter geplant. Und so würde ich das am Anfang erstmal belassen. Gut, dann sehen wir uns bei Shadow Space frühestens am 30. und. Stimmt.